gefährlicher als das Necronomicon. Seit der Geschichtsschreibung rankten sich in der Geschichte der Menschheit schon immer Mythen und Legenden über verbotene okkulte Bücher. Seit der Kanal existiert, sind wir bereits auf mehrere dieser Bücher eingegangen, unter anderem den De Vermis Mysteris, dem Liber Ivonis, sowie den unaussprechlichen Kulten oder dem bekanntesten aller Bücher, dem Necronomicon. Nur eines haben wir ausgelassen, weil es einfach zu gefährlich ist, es nur anzuschneiden, wenn man nicht in der Lage ist zu wissen, was das Buch verursachen kann. Ein Buch, was man munkelt, das erste Mal in China vernommen wurde. Bevor wir aber auf dieses dunkle Buch eingehen, müssen wir uns das Necronomicon nochmal genauer anschauen, um zu verstehen, weshalb wir diese Meinung vertreten. Ein unnennbares Buch eines wahnsinnigen arabischen Autors, das noch keiner von uns zuvor gesehen hat, über das aber monströse Dinge geflüstert werden. Es heißt, um das Necronomicon ranken sich viele Mythen und Legenden, und das alleinige Lesen darin kann womöglich den Leser in den Wahnsinn treiben. Das okkulte Buch wurde über die Jahrhunderte von der originalen Sprache des Arabischen in mehrere andere übersetzt. In der Gegenwart soll es aber nur noch wenige Exemplare geben, die den Zahn der Zeit sowie die aktive Verfolgung und Zerstörung der Kirche und der Regierung überlebt haben sollen. Es existieren wohl nur noch vereinzelte Werke des Necronomicon, die entweder unter Verschluss oder bei privaten Sammlern auftauchen sollen. Das arabische Original ist wohl die älteste Version des Necronomicon und wurde vor ungefähr 1300 Jahren verfasst. Sein Autor war der etwa im Jahre 700 in Jemen lebende Schriftgelehrte Abdul al-Hasred. Er erforschte zu dieser Zeit in eigener Mission die Ruinen vergangener Hochkulturen wie Babylon. Im Jahre 730 ließ er sich nach seinen Reisen in Damaskus nieder und begann damit, das Manuskript des Necronomicon zu verfassen. Das Necronomicon selbst beinhaltet neben vielen Beschwörungs- und Bannformeln eine Sammlung von Wissen über außerirdische Geheimnisse und Spezies, insbesondere über die großen Alten. Ein Großteil des Buches soll wohl verschlüsselt sein, so befinden sich viele geheime Botschaften und Hinweise in den Texten, welche den unaufmerksamen oder unwissenden Leser entgehen werden. Wir haben uns hierzu Gedanken gemacht und uns die Frage gestellt, was ist das Necronomicon wirklich? Im Grunde zum Teil eine Anleitung, zum Teil eine Dokumentation von Wissen und nichts anderem als die Wahrheit über den Kosmos und dass der Mensch alles andere von Bedeutung ist. Wenn man diese Information entnimmt und verstehen versucht, man vielleicht bemerkt, dass das Barmherzigste auf dieser Welt wohl ist, dass wir auf einer friedlichen Insel der Unwissenheit inmitten des Schwarzen Meeres der Unendlichkeit leben und dass es für den Menschen vielleicht nie beabsichtigt war, weit zu reisen. Dass wir entweder durch die Offenbarung der Wahrheit verrückt werden oder vor dem tödlichen Licht in den Frieden und in die Sicherheit eines neuen dunklen Zeitalters fliehen werden. Wenn euch bis jetzt das Video gefallen hat, gebt diesem Video doch ein Like und zeigt uns, dass dir der Content gefällt. Wenn ihr mehr vom Mythos wollt, dann zieht ein Ticket und lasst ein Abo da. Singt mit uns in die Tiefen des Grauens. Gehen wir aber jetzt auf das Buch ein, was aus unserer Sicht für uns gefährlich erscheint. Als die Wahrheit im Necronomicon oder dessen Formeln der Magie, sollte es sie denn geben. Ein Buch, was nicht von Menschenhand geschrieben wurde und Gerüchten zufolge erstmals in China vor Jahrhunderten aufgetaucht sein soll. Es handelt sich hier um nichts anderes als ein Theaterstück. Ein Stück mit dem Titel Der König in Gelb. Angeblich geht es in Der König in Gelb um ein ungemein gefährliches Buch. Sollte es länger als zwei Akte sein, ist dies nicht bekannt. Denn der Leser, der so weit vordringen konnte, verfällt wohl umgehend dem Wahnsinn anheim und dem tatsächlichen König in Gelb. Dieser König ist ein fürchterliches und furchterregendes Wesen, das Dankbarkeit nicht kennt, sondern bedingungslose Unterwerfung und Gehorsam fordert.
Hier muss man zum Necronomicon klar unterscheiden, dass das Buch Der König in Gelb mehr als nur ein Buch zu sein scheint. Man könnte annehmen, dass es sich hier um eine Art Schlüssel handelt oder eine Art Brückenkopf zwischen der Welt der Sterblichen und der Welt des Königs. Das Wesen, was zwischen den Sternen lebt, hat einen Namen, den ich aber in diesem Video nicht erwähnen möchte. Denn es heißt, wer den Namen dieses Gottes zu viel ausspricht, womöglich die Aufmerksamkeit des großen Alten auf sich zieht. Weshalb er auch als der Unaussprechliche bezeichnet wird. Wer einmal die Aufmerksamkeit des Königs auf sich gezogen hat, wird sie nicht mehr ablegen können und sich bewusst oder unbewusst dem Schicksal hingeben müssen. Wie oder was genau dem Leser passiert, wenn er den zweiten Akt liest, kann man nur vermuten. Vielleicht ist der wahre Name des Unaussprechlichen unmittelbar der Titel des zweiten Aktes und der Leser hat damit den König in seinen Kopf gelassen. Wenn man sich jetzt die Frage stellt, was passiert mit den Leuten, wieso werden sie als wahnsinnig betitelt, was sind ihre Taten? Nach unzulässigen Quellen sollen wohl Anhänger des Königs oder des gelben Zeichens in einer Art Illusion leben. Sie erleben die tollsten Dinge und überschütten ihre Körper mit Glückshormonen, wie keine Droge sie je erreichen könnte. Es heißt, eine Mahlzeit zum Beispiel von einem Aussehen und Geschmack wie keine andere, während sie in Wirklichkeit verdorben oder aus Exkrementen besteht. Sex mit den schönsten Menschen, obwohl ein Außenstehender, der nicht unter dem Bann steht, nicht beurteilen vermag, mit wem oder was sich da begnügt wird. Tiere? Nekrophilie? Wer weiß. Auch sollte man nicht in der Gegenwart eines Erleuchteten des Königs sich aufhalten. Große Aggressionen und Veränderung des Seins sind nicht auszuschließen. Man munkelt, dass die niedersten und dunkelsten Gelüste in einem Erleuchteten aufwallen, die nicht zu unterschätzen sind. Wie Übermut, Habgier, Wollust, Jähzorn, Völlerei, Missgunst, aber auch Faulheit. Und das gepaart mit den schönsten Vorstellungen. So stellte man wohl fest, dass diese Menschen, die dem gelben König verfallen sind, später wie eine ausgesaugte Hülle nahezu Staub zerfallen, ein entferntes Ich ihres alten Selbst zurückgelassen haben, vertrocknet und leer. So schön es ist, in einer Illusion der Dekadenz zu leben, geht die Realität diesen Weg nicht mit und der Körper voller Endorphine am Ende verkümmert. Eine Welt, die in einem brennenden Inferno steht, die im Augenblick des Todes wie ein Paradies zu wirken scheint. Mal so zwischendurch, was ist eure Meinung? Ist das Necronomicon gefährlicher? Oder kennt ihr vielleicht ein noch viel gefährlicheres Buch als Der König in Gelb? Schreibt es doch für die Anhänger in die Kommentare. Es scheint aber nicht nur das Buch zu sein, was die Gedanken des Königs hineinlässt, sondern auch sein grässliches Zeichen, weshalb es schwer ist, wenn Anhänger die Lehren und Lektüren des Königs zu verbreiten versuchen. Unschuldige wie ein Virus damit befallen, gegen das man sich nicht schützen kann. Weshalb das Buch und seine Macht so unglaublich gefährlich ist. Den Glauben, Berge versetzen zu können, in allem Recht zu haben, ohne wirklich zu verstehen, dass man sich in einer Parallelwelt oder Illusion befindet und alle, die nicht Teil des gelben Wahnsinns sind, als Gefahr angesehen werden und wenn sie nicht überzeugt werden, vernichtet werden müssen. Rex in Flavo Periculo, der König in Gelb. Wenn euch mehr Geschichten um Lovecrafts Vermächtnis oder dem Cthulhu-Mythos gefallen, dann zieht auf jeden Fall ein Ticket und lasst ein Abo da. Liked, wenn euch gefällt, was ihr seht und reist mit uns an den Rand des Grauens. Bleibt besinnen und verfallt wie immer nicht dem Wahnsinn.